Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Jasmin, ich bin Studentin und investiere mein Geld seit circa 8 Monaten an der Börse. Heute geht es mal um die Käufe, die ich gestern und heute getätigt habe. Vorab, ich habe gestern 700 Euro überwiesen, einfach, dass ich mal wieder ein bisschen Geld habe zur Verfügung. Im Depot-Update gibt es dann nochmal einen genaueren Überblick, was ich alles verkauft und gekauft habe diese Woche. Ich denke, da kommt auf jeden Fall ein bisschen noch was dazu. So, fangen wir an mit den Käufen. Ich habe mir unter anderem TED Lifestyle and Wellness gekauft. Da habe ich ja im letzten Video kurz drüber gesprochen. Ja, es soll ja bald eine Zigarette von denen auf den Markt kommen, die zwar wie eine Zigarette schmecken soll, aber eben kein Nikotin und Tabak enthält. Ich denke, wenn sich das durchsetzt, dann hat es auf jeden Fall sehr hohes Potenzial. Ich habe die für 2,05 Euro gekauft, bislang eine Performance von 1,95%. Aber gut, das kann man noch nicht so richtig werten. Hier hatten die ein Hoch von 55% im letzten Monat, muss man ja jetzt schon sagen. Heute ist ja der 1.12. und bislang sehr, sehr stark entwickelt. Also gut, die sind auch noch nicht lange auf dem Markt, aber bislang ganz gut. Ich habe mir 100 Aktien gekauft und das macht 3,27% von meinem gesamten Depot aus. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt und halte euch da auf dem Laufenden. Ja, als nächstes Microsoft. Ich glaube, ich brauche keinem erklären, was das für ein Unternehmen ist. Ist jetzt mal so ein Basiswert in meinem Depot, da ich ja sonst eher nur sehr spekulativ und risikoreiche Positionen habe. Ich denke, mit Microsoft ist das mal ein guter Anfang, eine Basis zu errichten. Ich habe mir eine Aktie nur gekauft für 179,94 €. Bislang minus 0,32% Performance, aber ich denke, Microsoft ist auf jeden Fall ein solides Unternehmen. Dann als nächstes Palantir. Ja, die Hype-Aktie. Auch über die habe ich im letzten Video kurz geredet, ob ich diese kaufen soll oder nicht, und ich habe es jetzt gemacht. Ich weiß nicht, ob der Kurs jetzt schlecht ist. Kann man natürlich vorher nie genau sagen. Ja, ich würde sagen, einfach mal abwarten und Tee trinken. Ich habe mir 10 Aktien für 22,70 Euro gekauft. Bislang ganz gut, 2,2% im Plus. Aber hier kann man natürlich nicht sagen, wie sich das weiterentwickelt oder nicht. Ich bin gespannt. Ich glaube daran, dass es gut wird. Und ja, dann als nächstes Evotec. Evotec ist ein deutsches Unternehmen, welches unter anderem Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte generiert. Ich habe mir 5 Aktien gekauft für ein Buy-in von 26,83 Euro. Bislang eine Performance von minus 2,12%. Auch hier einfach mal abwarten. Ich halte euch auf dem Laufenden. Dann als nächstes ein ETF. Ich habe bislang noch gar keinen ETF und ich habe mir jetzt den Stocks Europe 600 Banks gekauft. Auch den habe ich ja schon im ETF-Video genannt. Ich denke, der wird sich noch ganz gut entwickeln. Habe den für 10,80 Euro gekauft. Gut, über die Performance kann man ja jetzt noch nicht wirklich sprechen, weil ich ihn erst gestern gekauft habe, genauso wie bei den anderen. Da muss man einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ich habe mir 20 Stück gekauft und das macht 3,4% von meinem Gesamtdepot aus. Dann als nächstes Slack. Slack ist ein webbasierter Instant-Messaging-Dienst, vor allem in Büros verwendet. Das Unternehmen Salesforce ist an Slack momentan interessiert. Das ist ein internationaler Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ich habe Slack für 35,88 Euro
je Aktie gekauft, 13 Stück insgesamt, und das macht 7,19% von meinem Depot aus. Ja, dann habe ich mir gestern noch Xiaomi gekauft. Zwar eine sehr, sehr kleine Position, also nur 8 Aktien für 3,01 Euro. Ja, ich denke, die werde ich in nächster Zeit mal öfter besparen. Und ich denke, Xiaomi wird auf jeden Fall eine Aktie der Zukunft, die man halt in ja, so 5 bis 10 Jahren nochmal betrachten kann. Und ich denke, dann wird sie sich auf jeden Fall richtig, richtig gut entwickeln. Dann habe ich mir als letzte Aktie Moderna gekauft. Und ja, sehr spekulativ, sehr risikoreich. Moderna möchte heute die Zulassung zum Corona-Impfstoff beantragen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Das ist wirklich reine Spekulation, ob es noch steigt oder nicht. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Ich habe Moderna für 148,13 € gekauft. Also wirklich wahnsinnig, wenn man sich das hier mal anguckt, dass sie vor gut einer Woche noch bei ja, 93, 94 € waren. Und ob sie noch steigen werden oder nicht, das werde ich sehen. Ja, wie gesagt, 3 Aktien. Und heute ist bei Moderna wirklich der Tag der Entscheidung, wie sich das Ganze an der Börse weiterentwickeln wird. Ich bin gespannt und mehr dazu wird es dann im Depot-Update geben. Ja, das war es auch schon mit dem Video. Das waren bislang meine Käufe jetzt für Anfang Dezember. Habt ihr schon eure Sparpläne ausgeführt oder was sind eure Käufe bislang? Das würde mich mal interessieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!